Herzlich willkommen zum Infodienst AG Smart. Heute geht es wieder um unseren eigenen Anteil zum Schutz vor Krebs und zu dessen Heilung. Was können wir also selbst tun gegen Krebs? Manch einer wird sagen, schon wieder Krebs, ich bin gesund und habe keinen Krebs. Was interessiert mich das? Das betrifft mich nicht. Ich denke, das ist eine Fehleinschätzung desjenigen, der so eine Meinung hat. Zwar ist es bei mir, also bei einem über 60-Jährigen, schon so, dass im Verwandtenkreis und bei Freunden der Krebs schon mehr und mehr zuschlägt. Man sagt ja, die Einschläge kommen immer dichter. Doch ich habe mich schon aus Berufsgründen sehr früh und man könnte fast sagen im jugendlichen Alter damit beschäftigt, was gegen Krebs zu tun ist. Und Sie sollten eines bedenken. Noch vor 100 Jahren betraf Krebs ungefähr jeden 80. Menschen. Vor 50 Jahren betraf es schon jeden 50. Menschen. Und heute betrifft es jeden dritten Menschen. Krebs nimmt also enorm zu. Die amerikanische Krebsgesellschaft schätzt sogar ein, dass im Jahre 2020 jeder Mensch betroffen sein wird. Das muss aber für uns nicht so kommen. Wir können etwas dagegen tun. Eigenes Wissen und Aufklärung unserer Liebsten können uns und unseren Nächsten davor bewahren. Davon bin ich überzeugt. Denn vieles, vieles ist beherrschbar. Und es ist eben nicht Schicksal, dem wir uns zwanghaft und ohne Macht ergeben müssen. Für heute habe ich mich wieder einmal für ein Video entschieden, von dem ich meine, dass Sie das unbedingt gesehen und gehört haben müssen. Dr. Philip Day wertet hier über seine Gesellschaft Credence Publications wertvolles Wissen aus medizinischen Studien aus und dieses Wissen, was er uns vermittelt, eben auch in diesem Video, ist für uns, für unser tägliches Leben, denke ich, von großer Bedeutung. Und wenn wir das verstehen, was darin vorgetragen wird, dann profitieren wir mit unserer Gesundheit, ich denke unmittelbar davon. Lernen Sie kennen, dass wir bisher natürliche Gesetze ständig übertreten und das tun wir sogar wissentlich. Dafür haben wir aber die Konsequenzen zu tragen. Niemand übertritt natürliche Gesetze, ohne die Konsequenzen zu tragen. Genauso beharrlich, wie wir also die Naturgesetze missachtet haben, müssen wir in der Folge für die Konsequenzen beharrlich eintreten. Und mit dieser Beharrlichkeit kommen wir wieder zur Gesundheit. Dr. Tom Mower, oder richtig ausgesprochen Dr. Tom Mower, ist für dessen Verdienste um die Gesundheit vieler Menschen im Zusammenhang mit der Tschernobyl-Katastrophe, Sie erinnern sich, die Reaktorkatastrophe in der Ukraine vor 30 Jahren, ist dieser amerikanische Biochemiker Tom Mower ist von der russischen Regierung zum Ritter geschlagen worden. Dr. Mower hat uns viel zu sagen, nämlich, dass bestimmte Nahrungsmittel uns Menschen gegenüber Krebs widerstandsfähiger machen. Er informiert uns gleich im Video, sodass wir gut verstehen können, dass die verfügbaren Informationen und Produkte das halten, was sie uns im Zusammenhang mit Gesundheit versprechen. Dr. Philip Day von der Gesellschaft Credence Publications gibt uns wertvolle Informationen in dem folgenden Video. Dieses Video ist mit 37 Minuten relativ lang. Ich bitte Sie aber durchzuhalten. Ich hielt es trotz der Länge für angebracht, es nicht zu kürzen oder wegen der Länge es nicht zu kürzen, weil so wichtige Informationen darin enthalten sind. Bitte sehen Sie und hören Sie das Video aufmerksam an. Ich habe mit Absicht die Möglichkeit zum Stoppen oder Rückspulen und in der Steuerzeile am unteren Ende des Videos mit eingeblendet. Nutzen Sie es zum eventuellen wiederholten Ansehen. Sie können Absätze zurückspulen und wiederholt ansehen, damit Sie es besser verstehen können. Und machen Sie es vielleicht so wie ich, nutzen Sie Kopfhörer. Das ermöglicht eine bessere Konzentration auf den wichtigen Inhalt dieses Videos. Es kommen noch mehr Wissenschaftler zu Wort, die bisher Beachtliches für Patienten mit Krebs getan haben. Sicher sind da Personen dabei, von denen Sie bisher noch niemals etwas gehört haben. Es ist ja weiterhin so, dass durch die Gegner der natürlichen Heilungsmethoden diese Personen und auch die darin vorgestellten, die im Video vorgestellten Ergebnisse verschwiegen oder diffamiert werden. Das geht ja um den Profit der Mächtigen. Und deshalb setzen sie alles ein, die Ergebnisse zu diffamieren, um ihren Profit zu erhalten. Leider stehen sie da in enger Verbindung zu unseren Regierungen. Trotzdem lassen sich die Wahrheit und fortschrittliche Erkenntnisse zum Wohl der Menschen und für ein Leben ohne Krankheit auf Dauer nicht unterdrücken. Und beim Video achten Sie bitte darauf, dass es nicht nur um Krebs geht. Auch die anderen Komplexe unseres Informationsdienstes AgilSmart werden erwähnt. Den folgenden Vortrag werden Sie Ihr Leben lang nicht vergessen. Ich leite eine internationale Organisation namens Credence Publications. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Forschungsberichte kritisch unter die Lupe zu nehmen. Wir konzentrieren uns auf wissenschaftliche Forschungsergebnisse, die mit Ernährung zu tun haben. Uns interessiert, inwieweit jeder von uns diese Informationen in sein tägliches Leben einbeziehen kann und welche Auswirkungen sie haben. Unser Hauptaugenmerk gilt einem Buch mit dem Titel »Der Kampf um die Gesundheit«. Notieren Sie sich jetzt bitte das Wort Beständigkeit. Das Schlüsselwort für die Befreiung aus einem gesundheitlichen Dilemma. Zur Verdeutlichung. Wenn Sie Krebs haben oder an einer degenerativen Krankheit leiden, dann haben Sie jahrelang beständig auf dieses Problem hingearbeitet. Natürlich nicht absichtlich, das ist klar. Aber aufgrund Ihres beständigen Verhaltens sind Sie unweigerlich auf diese Situation zugesteuert. Wenn wir uns nun aus einer bedrohlichen gesundheitlichen Situation befreien wollen, dann bedarf es ebenso eines beständigen Handelns. Ich möchte auf zwei Gesetzmäßigkeiten hinweisen. Es gibt Gesetze, die von Menschen gemacht worden sind, und es gibt die sogenannten Naturgesetze. Ein von Menschen gemachtes Gesetz kann man übertreten. Zum Beispiel halten Sie sich beim Autofahren nicht an die Höchstgeschwindigkeit. Die Überwachungskamera streikt allerdings und Sie sagen sich, ein Glück, dass ich nicht erwischt worden bin. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Ein von Menschen gemachtes Gesetz kann übertreten werden, und in den meisten Fällen werden Sie nicht zur Verantwortung gezogen. Bei einem Naturgesetz kommen Sie allerdings nicht ungestraft davon. Naturgesetze sind unerbittlich. Ich zeige Ihnen auf, dass die meisten Menschen vorsätzlich Naturgesetze übertreten und sich dann darüber wundern, dass sie zur Verantwortung gezogen werden. Sie können nicht verstehen, wieso sie krank sind. Wir werden herausfinden, dass eine nicht mehr intakte Gesundheit auf natürlichem Weg wieder ins Lot zu bringen ist. Hier die drei Haupttodesursachen, die allesamt vermeidbar sind. Herzerkrankungen, Krebs und das Gesundheitswesen der westlichen Welt. Auch Diabetes und Schlaganfall sind vermeidbar. Da fragt man sich natürlich, wenn diese Krankheiten vermeidbar sind, wieso wird die Bevölkerung dann von keiner Seite darüber aufgeklärt? Der amerikanische Biochemiker Tom Mower wurde von der russischen Regierung für seinen humanitären Einsatz bei der Behandlung der Strahlenopfer von Tschernobyl zum Ritter geschlagen. Jeder Körper hat einen individuellen genetischen Code und die Umwelteinflüsse haben dramatische Auswirkungen auf uns. Aber die Ernährung spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, wie wir dem Krebs Einhalt gebieten und uns gleichzeitig vor vielen anderen Krankheiten schützen können. Zum Beispiel werden manche Menschen 100 Jahre alt, obwohl sie ihr Leben lang starke Raucher waren. Aber ihr Körper ist so widerstandsfähig, dass Krebs bei ihnen keine Chance hat. Andere Menschen hingegen sind anfälliger. Bestimmte Nahrungsmittel sind der Stärkung des Immunsystems ganz besonders förderlich, aber diese Nahrungsmittel leisten noch sehr viel mehr. Durch deren Verzehr kann der widerstandsfähigere Körper dem Krebs entschieden entgegentreten und wird für diese Erkrankung weniger anfällig. Ich konnte oft beobachten, dass Menschen, die viel grünes Gemüse und Salat aßen, für Krebs weitaus weniger anfällig waren. Bestimmte Nahrungsmittel sind aufgrund ihrer Zusammensetzung dazu imstande, die Widerstandsfähigkeit des Körpers gegen Krebs anzuheben. Sie stärken den Organismus und dieser setzt sich gegen den Krebs zur Wehr. Es gibt Verbindungen in der Natur, die imstande sind, sich mit den krebserzeugenden Molekülen zu verbinden. Dadurch werden diese Karzinogene buchstäblich aus dem Körper hinausgeschwemmt bzw. neutralisiert. Sie werden in ihren schädigenden Aktivitäten behindert und ihre Oxidationstätigkeit, die der Entstehung von Krebs unter anderem zugrunde liegt, wird Einhalt geboten. Der Körper kann sich also mittels Ernährung gegen Krebs zur Wehr setzen bzw. vor Krebs schützen. Viele Menschen sind angesichts der folgenden Zahlen entmutigt. Vor 100 Jahren erkrankte jeder 80. an Krebs. Vor 50 Jahren war es schon jeder 50. Heute ist es fast jeder Dritte. Und wenn man der American Cancer Society Glauben schenkt, dann ist spätestens im Jahr 2020 die gesamte Menschheit betroffen. Diese Prognose muss aber nicht eintreffen. Was wir allerdings brauchen, ist Aufklärung und hieb- und stichfeste Informationen, damit sich das Verständnis zum Thema Krebs ändert und bekannt wird, welche Mittel eingesetzt werden können, um sich vor Krebs zu schützen. Die Ernährungslehre kann mit fundierten Antworten aufwarten. Wir brauchen heute keinen Arzt mehr, um unsere Gesundheitsprobleme in den Griff zu bekommen. Was wir brauchen, sind ehrliche Informationen, die uns darüber aufklären, welche Dinge für die Stärkung des Körpers tauglich sind. Auch für den Krankheitsfall müssen wir mit soliden Informationen gewappnet sein und wissen, wie wir den Körper auf natürliche Weise unterstützen können. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, die gesundheitlichen Belange in die eigene Hand zu nehmen und die American Cancer Society Lügen zu strafen. Die Ernährungswissenschaft kann mit fundierten Antworten auf unzählige lebenswichtige Fragen aufwarten. Jeder Einzelne muss seine Informationen aus kompetenten Quellen beziehen. Hierzu zählt auch die Aufklärung über wirksame Produkte, die den Kräftigungs- bzw. Heilungsprozess des Körpers optimal unterstützen. Es besteht durchaus Grund zur Hoffnung. Informieren Sie sich und Sie werden sehen, die Informationen und die Produkte, die zur Verfügung stehen, halten, was sie versprechen. Krankheit ist ein Kampf des Körpers ums Überleben und steht in unmittelbarem Zusammenhang zu dem, was dem Körper zugeführt wird. Dabei spielt es keine Rolle, mit welchem gesundheitlichen Problem Sie zu kämpfen haben. Diese Tatsache trifft auf Krebs genauso zu wie auf Herzerkrankungen, AIDS, Osteoporose und alle anderen Beschwerden. Mittels krankheitsspezifischer Symptome signalisiert der Körper ein Defizit und versucht, das Ausmaß der Problematik einzudämmen und die Gesundheit wiederherzustellen. Wie wir sehen werden, handelt es sich bei Krebs um einen Heilungsprozess, der, nachdem er seine ursprüngliche Aufgabe erfüllt hat, dennoch unvermindert weitergeht. Ebenso verhält es sich bei nahezu allen Herzerkrankungen. Otto Warburg wurde 1931 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Er fand heraus, dass das Gewebe eines gesunden Körpers basisch ist. Wird das Gewebe übersäuert, so beginnt dieses erkrankte Gewebe damit, Sauerstoff abzustoßen. Basisches Gewebe bindet bis zu 20 Mal mehr Sauerstoff als saures Gewebe. Raten Sie mal, welche Krankheit nicht in einem basischen Umfeld entstehen kann. Krebs. Osteoporose und Arthrose entstehen in einem übersäuerten Umfeld. Hier werden den Knochen Mineralien entzogen, um das Basendefizit wieder auszugleichen oder bei einer Schwangerschaft den Fötus mit Mineralien zu versorgen. Liegt keine Schwangerschaft vor, müssen dem Körper lediglich genügend Mineralien zugeführt werden, damit das Gewebe nicht übersäuert. Wer an Osteoporose leidet, sollte seine übersäuerte Ernährung auf eine vorwiegend basische umstellen. Bei Arthrose handelt es sich um Ablagerungen in den Gelenken. Jeder, der an dieser Krankheit leidet, ist übersäuert. Oft liegt ebenso eine chronische Wasserunterversorgung vor. Für das basische Gleichgewicht benötigt der Körper auch Wasser. Das Wasser im Körper ist wie ein Puffer, der die Übersäuerung eindämmt. Warburg wies nach, dass zwischen den Zellen des Körpers und deren Umgebung Austauschprozesse stattfinden, mittels Oxidation, dem Alterungsprozess. Je älter wir werden, desto mehr Moleküle werden im Körper oxidiert. Wie kann dieser Oxidationsvorgang eingedämmt werden? Mit Antioxidantien. Wie kann der Alterungsprozess beschleunigt werden? Indem man dem Körper eine Substanz zuführt, die die freien Radikale wie keine andere erzeugt. Die Rede ist von Rohr- oder Rübenzucker. Zuckerkonsum beschleunigt den Alterungsprozess. Er ist die Ursache von nahezu 110 schweren Erkrankungen. Der Körper hat größte Mühe, Raffinadezucker, ausgemahlenes Mehl oder Reis zu verarbeiten. Sie sehen also, wie wichtig es ist, Nahrungsmittel bewusst auszuwählen. Die mit einer chronischen Wasserunterversorgung einhergehenden gesundheitlichen Konsequenzen wie Verstopfung und Pilzerkrankungen weisen zudem auf die Tatsache hin, dass der Körper übersäuert ist. Wenn wir Verstopfung und Asthma näher betrachten, stellen wir fest, dass beiden Krankheiten ein gemeinsamer Auslöser zugrunde liegt. Wenn eine chronische Wasserunterversorgung vorliegt, muss sich der Körper die Dienste des Botenstoffes Histamin zunutze machen. Histamin sorgt dafür, dass der Wasserverbrauch an bestimmten Stellen im Körper reduziert oder eingestellt wird. Lunge und Darm sind von chronischem Wassermangel am schwersten betroffen. Eine Verstopfung zeigt an, dass sich der Körper nach einer alternativen Wasserquelle umsehen muss. Deshalb entzieht der Körper der zu verdauenden Nahrung mehr Wasser. Die Folge davon ist ein trockenerer und härterer Stuhl. So your food waste is therefore drier than before, and you end up with bowels like links of chain. Zudem engt Histamin die Bronchien ein, um den Wasserverbrauch der Lunge zu reduzieren. Die dadurch entstandene Atemnot hört sich dann so an. Bei der schulmedizinischen Standardbehandlung kommen Antihistaminpräparate zur Anwendung, die den Bronchialtrakt entspannen und somit ein ruhiges Atmen ermöglichen sollen. Die Qualität des Trinkwassers in Großbritannien ist fragwürdig. In manchen Teilen des Landes ist es sogar gesundheitsschädlich. Das liegt an den unterirdischen Wasserleitungen, die gut 160 Jahre alt und mit Schwermetallen verseucht sind. Außerdem enthält das Wasser unter anderem Trihalogenmethan, Fluorzusätze und natürlich Chlor gegen Bakterien. Otto Normalverbraucher zapft also sein Trink- und Kochwasser direkt vom Wasserhahn und badet anschließend auch noch darin. Es ist unschwer erkennbar, dass ein derartiger Umgang mit der verunreinigten Substanz alle möglichen gesundheitlichen Probleme mit sich bringt. Wenn es also sinnvoll ist, die tägliche Trinkwassermenge anzuheben, dann muss uns hierfür sauberes, nicht verunreinigtes Wasser zur Verfügung stehen. Viele Menschen nehmen Flüssigkeiten zu sich, die für den Körper problematisch sind. Zum Thema Kaffee sei an dieser Stelle nur so viel gesagt. Kaffee ist eines der schädlichsten Getränke, die man dem Körper zumuten kann. Genaueres zu diesem Thema steht in dem Buch »Der Kampf um die Gesundheit«. Der Körper braucht sauberes, nicht verunreinigtes Wasser und keine wasserhaltigen Getränke. Wer täglich mehr als 2 Liter trinkt, wird auf viele andere Getränke verzichten können. Dies gilt besonders für Kinder, die gern kohlensäurehaltige und künstlich gesüßte Limonaden trinken. Neben Salpetersäure gibt es kaum ein schädlicheres Getränk, das in Aluminiumdosen verkauft und mit Phosphorsäure angereichert wird. Aluminium ist ein Nervengift, Phosphorsäure ruft geistige Schäden hervor. Und gesüßt wird auch noch mit Aspartam. Die Hotdog-Liebhaber unter Ihnen gönnen sich oft zur Mahlzeit so ein Limonadegetränk. Fleisch- und Wurstwaren werden mit Nitrat gepökelt. Durch deren häufigen Verzehr wird der Körper durch krebserregende Nitrosamine vergiftet. Wasser muss gefiltert werden, damit es absolut sauber ist. Zum Beispiel durch Umkehrosmosefilter. Die Poren dieses Filters sind 0,2 Mikrometer groß. Sie garantieren einen enorm hohen Reinheitsgrad und filtern Viren, Östrogene und viele Verunreinigungen und Chemikalien heraus, die sich schädigend auf den Organismus auswirken, wenn dieser längere Zeit mit ihnen in Berührung kommt. Ja, aber was ist mit Mineralwasser, fragen Sie sich. Dazu Folgendes. Mineralwasser enthält zwar Mineralien, aber der Körper kann diese nicht absorbieren. Sie sind zwar zum Teil ionisiert, aber nicht ausreichend. Fast alle Mineralien in Tafelwasser sind nichts anderes als fein zermahlenes Gestein. Später werde ich ein Experiment durchführen. Dabei wird Strom durch Wasser geleitet, woraufhin sich die enthaltenen Feststoffbestandteile zu größeren Klumpen zusammenballen und sichtbar werden. Am Ende unseres Experiments haben wir dann eine dickflüssige, dunkelbraune Masse. Das ist also das leckere Mineralwasser, das Sie so gern trinken. Und all diese sichtbar gewordenen Schadstoffe müssen vom Körper herausgefiltert werden. Das ist Ernst Krebs Jr. Krebs galt als Pionier auf seinem Gebiet, weil er herausgefunden hatte, wieso einige Stämme auf der Welt sehr alt wurden und niemals an Krebs erkrankten. Diese Stämme lebten in Teilen der Welt, die von der Umweltverschmutzung noch nicht heimgesucht waren. Ihre Nahrung war mineralienreich und das Trinkwasser noch nicht verseucht. Zudem ernährten sich diese Menschen von Nahrungsmitteln, die in der Ernährung der westlichen Länder seit gut 150 Jahren, also mit der Umstellung auf das zentralisierte Versorgungssystem, nicht mehr vorkommen, den Nitrilosiden. Dazu zählen verschiedene Grassorten, die Samen vieler geläufiger Obstsorten außer Zitrusfrüchten, Hülsenfrüchte und verschiedene Gemüsesorten. Und diese Nitriloside sind in der Lage, im Körper eine Reaktion auszulösen, wobei geringe Mengen von Hydrogencyanid und Benzaldehyd freigesetzt werden, also zwei giftige Substanzen, die nur für Krebszellen gefährlich werden. Krebs Die in Nitrilosiden enthaltene Substanz nannte Krebs Vitamin B17. Von entscheidender Bedeutung für uns ist die Tatsache, dass wir heute nur äußerst geringe Mengen an Nitrilosiden zu uns nehmen. Wer seine Ernährung nicht durch diese Nahrungsmittel ergänzt, nimmt gerade einmal 2 Milligramm täglich davon zu sich, wenn er Glück hat. Laut Krebs entbehrt unsere Ernährung einen wesentlichen Bestandteil. Und deshalb sind wir für Krebs so anfällig geworden. Der in Nitrilosiden enthaltene Wirkstoff ist auch als Levomandelonitril-Beta-Glucosid bekannt und er verkürzte dieses Wort zu Laetril, das man auch als B17 kennt. In einer leicht abgewandelten chemischen Zusammensetzung ist es auch als Amygdalin bekannt. Reduziert formuliert lautet Krebs' Theorie: Leute, esst Nitriloside. Das ist eine natürliche Form der Chemotherapie. Diese Substanz verfügt über eine selektive Toxizitätseigenschaft und schädigt nur Krebszellen, während sie unbefallenes Gewebe nährt. Als Krebs diese Entdeckung veröffentlichte, brach ein Sturm der Entrüstung über ihn herein. Top-Kollegen wie Dr. Ernesto Contreras und Dr. Harold Manner gaben ihm Rückendeckung und deren Empfehlung lautete: Bei Krebs gibt's kein Fleisch, kein Zucker, keine Milchprodukte, kein Koffein und keine Widerrede. Streichen Sie alle Nahrungsmittel, die den Körper übersäuern. Trinken Sie frisch gepresste Säfte, die Sie sich aus biologisch angebautem Gemüse zusammenstellen. Unterstützen Sie den Körper außerdem mit Nahrungsergänzungsprodukten und trinken Sie viel Wasser. Nach circa 2 Wochen kann mit der intravenösen Gabe von B17 begonnen werden, die immer zusammen mit Vitamin A in emulgierter Form, Bauchspeicheldrüsenenergien und großen Dosen Vitamin C verabreicht wird. Gegen Ende des Krebsbuches haben wir Seite um Seite den vielen Berichten von Betroffenen gewidmet, die ihre Krebserkrankung aufgrund der eben beschriebenen Ernährungsumstellung unter Zusatz von einigen anderen Stoffen unter Kontrolle gebracht haben. Dr. Etienne Callebout bringt in seiner Londoner Praxis in der bekannten Harley Street neben konventionellen Behandlungsansätzen auch alternative Krebstherapien zur Anwendung. Krebszellen haben eine ausgesprochene Schwäche für Zucker. Das heißt, sie sind 10-mal mehr empfänglich für Zucker als andere Zellen. Und da wären wir schon bei unserem nächsten Punkt, der Ernährung. Bei der von uns angewendeten Ernährungstherapie geben wir den Patienten auch pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel, welche über Antikrebseigenschaften verfügen. Genauso wie über einen niedrigen glykämischen Index, der bewirkt, dass der Körper nur wenig Insulin produziert. Was das Thema B17 anbelangt, meines Wissens ist B17 am Sloan Kettering Institut von einem japanischen Wissenschaftler untersucht worden, der nachweisen konnte, dass diese Substanz Krebszellen zerstört. Der damalige Pressesprecher des Hauses, Ralph Moss, wurde angehalten, diesen Sachverhalt in der Öffentlichkeit zu leugnen. Das war wirklich eine bemerkenswerte Vertuschungskampagne. Und Dr. Moss hat mittlerweile eine Entschuldigung seitens Sloan Kettering erhalten. B17 ist durchaus wirksam, wie die Forschungsberichte belegen. B17 muss immer gekoppelt mit Enzymen verabreicht werden, deren Einnahme nicht mit der Nahrungsaufnahme erfolgen soll. Zudem muss der Patient eine große Dosis Vitamin A in emulgierter Form zu sich nehmen, das zunächst wegen eventuell auftretender Nebenwirkungen in kleinen Mengen verabreicht und dann angehoben wird. Diese 3 Wirkstoffe rücken der Krebszelle buchstäblich zu Leibe. Die Enzyme zerstören deren äußere Schicht. Daraufhin dringt das B17 in die Zelle ein und spaltet sich in 2 Substanzen auf: Hydrogencyanid, also Blausäure, und Benzaldehyd. Schließlich kommt noch das Vitamin A unterstützend hinzu und die Krebszelle wird zerstört. Die größte Schwierigkeit besteht darin, den Wirkstoff in die Zelle zu bekommen. Das Thema B17 ist noch längst nicht erschöpfend behandelt und aufgrund der kontroversen Sachlage werden weitere Untersuchungen durchgeführt. Es ist aber beklagenswert, dass Therapien wie diese so lange für die Öffentlichkeit nicht zugänglich waren. Anstatt von der Krankheit Krebs sollte man vielleicht eher von Krebsbilden sprechen. Das wäre zutreffender, denn jeder menschliche Organismus ist fortwährend krebsbildend. Jeder Mensch produziert Zeit seines Lebens Krebszellen. Das gilt auch für Kinder. Aber ein gesunder Körper hat die Situation unter Kontrolle. Für uns stellt sich die Aufgabe, so weit wie möglich ein für den Krebs unwirtliches Umfeld herzustellen. Die Dinge, die im Falle einer Krebserkrankung zum Tragen kommen, werden in unserem Krebsbuch erwähnt. Wer sich mit der Krebsproblematik auseinandersetzen möchte, soll sich dieses Buch durchlesen, in dem Experten zu Wort kommen. Diese 40 Nahrungsmittel enthalten alle B17, Apfelkerne, Alfalfa-Sprossen, Aprikosenkerne. Von Aprikosenkernen ist die Rede, weil sie über die stärkste Konzentration von B17 verfügen. Rote Beete, bittere Mandeln, Hefe, Korinthen, dicke Bohnen, Linsen. Die afghanischen Eingeborenen, die ein sehr hohes Lebensalter erreichen, ernähren sich größtenteils von Linsensuppe. Hirse, Pflaumenkerne, Spinat, Quitten. Auf viele dieser Nahrungsmittel gehen wir in dem Buch Food for Thought ein. Es kommt also darauf an, Nitriloside in unsere Ernährung einzubeziehen. Ernst Krebs empfiehlt darüber hinaus die zusätzliche Versorgung mit Aprikosenkernen. Unsere Titel »Der Kampf um die Gesundheit« und »Food for Thought« ergänzen sich wundervoll. Im Zweitgenannten gehen wir darauf ein, welche Nahrungsmittel B17 enthalten und wie man diese sinnvoll miteinander kombiniert. Der Sender CNN berichtete, Schluss mit dem Cyanid. Der Verkauf nicht zugelassener Krebsmedikamente soll in Amerika verboten werden. Und warum sind sie nicht zugelassen? Der philippinische Professor Manuel Navarro hat jedenfalls eine Vielzahl von Berichten zum Thema veröffentlicht. Ebenso der Wissenschaftler Dr. Kanematsu Sugiura. Er war am amerikanischen Forschungsinstitut Memorial Sloan Kettering tätig und empfahl nach Beendigung einer 5-jährigen Studie zu B17, dass die Bevölkerung umgehend mit dieser Substanz versorgt werden sollte. Was ist mit dem bereits erwähnten Dr. Harold Manner oder mit Dr. John Richardson, der mit 6000 dokumentierten Fällen aufwarten kann, in denen die Patienten ihre Erkrankung dank einer modifizierten Ernährung unter Kontrolle bringen konnten? Was ist mit Dr. Dean Burke, dem Mitbegründer des National Cancer Institute, der sich darüber empörte, dass die Food and Drug Administration zum Thema B17 vorsätzlich Unwahrheiten verbreitete, um dadurch das Monopol der Chemo- und Bestrahlungstherapieindustrie nicht zu gefährden? Dieser deutsche Arzt, Dr. Hans Nieper, behandelte Ronald Reagan mit der bereits erwähnten Methode während dessen Krebserkrankung. Nach überstandener Krankheit meinte Reagan euphorisch über B17, diese Behandlungsmethode sollte für alle Amerikaner zugänglich sein. Danke, Mr. President, das haben Sie nett gesagt. Aber leider wurden Sie 2 Jahre später abgewählt und damit war dann das Thema B17 für alle gestorben. Den guten Essiac ereilte dasselbe Schicksal. In unserem Essiac-Handbook wird darauf eingegangen, wie der Leibarzt von Präsident Kennedy, Dr. Charles Bruce, aufgrund einer Ernährungsumstellung und unter Verwendung von Essiac-Tee seinen Darmkrebs in den Griff bekommen hat. Außerdem ist die Rede von den Ojibwe-Indianern, die keine Krebsvorkommnisse zu beklagen haben und die die Zusammensetzung von Essiac einer kanadischen Krankenschwester anvertrauten. Auf die durch den Verzehr mancher Nahrungsmittel ausgelösten Schädigungen reagiert der Körper mit einer Immunreaktion, die zu einer Reihe von Beschwerden führen. So entstehen zum Beispiel Altersdiabetes, Multiple Sklerose oder Arthrose. Diese schadstoffbedingten Erkrankungen sind mit einer modifizierten Ernährung in den Griff zu bekommen. Das Buch »Der Kampf um die Gesundheit« behandelt viele Erkrankungen wie Osteoporose, Herzerkrankungen und so weiter. Und in diesem Buch äußern sich renommierte Spezialisten zum Thema Krebs. 12 Jahre haben wir auf der ganzen Welt recherchiert und die erfolgreichsten Behandlungsansätze zusammengetragen. Jedem Krebskranken rate ich, dieses Buch aufmerksam zu lesen. Hier erfahren Sie, wie Krebs entsteht und welche wirksamen Möglichkeiten es gibt, ihn unter Kontrolle zu bekommen. Die konventionellen Behandlungsmethoden wie Chemo- oder Bestrahlungstherapie sind im eigenen Lager schwer umstritten. Bei den wenigsten Krebserkrankungen vermögen sie etwas auszurichten und eine höhere Lebenserwartung kann nicht beobachtet werden. Diese Therapieansätze sind zwar unter Umständen dazu in der Lage, die Rückbildung eines Tumors auszulösen, das heißt allerdings nicht, dass sie die Ursachen beseitigen können. Außerdem ist bekannt, dass sie das Immunsystem schwer beeinträchtigen und oft dafür verantwortlich sind, dass der Betroffene vorzeitig an einer Immunschwäche stirbt, statt wie zu erwarten wäre an Krebs. Auf die Ernährungsproblematik wird niemals eingegangen. Stattdessen werden alle die Ernährung einbeziehenden Behandlungsansätze von der Schulmedizin nur in den Schmutz gezogen. Neulich rief mich eine Dame von einer Wohltätigkeitsorganisation an und meinte, Sie können den Leuten doch nicht sagen, dass sie uns nicht unterstützen sollen. Immerhin kriegen wir das Krebsproblem so langsam in den Griff. Schön wär's. Aber leider will auch diese Dame der Realität nicht ins Auge sehen und steckt ihren Kopf lieber in den Sand. Dabei liegen schon seit vielen Jahren konkrete Lösungsansätze vor, die wir nur ignoriert haben. Der Embryologe Professor John Beard wies bereits vor gut 100 Jahren nach, dass es sich bei Krebs um einen Heilungsprozess handelt, der, nachdem er seinen Zweck erfüllt hat, unvermindert weitergeht. Beard war einer der ersten Ärzte, die mit Stammzellen arbeiteten. Er fand heraus, dass ein Heilungsprozess dann eingeleitet wird, wenn die Stammzellen durch das Hormon Östrogen aktiviert wurden. Sofort beginnen sie mit der Produktion der benötigten Zellstruktur. Wenn man sich also das Knie aufgeschlagen hat, dann erfahren die Stammzellen durch das unmittelbar ausgeschüttete Östrogen eine Stimulierung und beginnen damit, eine Art trophoblastischen Zellteppich herzustellen, um die beschädigte Stelle zu reparieren. Wenn dieser Heilungsvorgang abgeschlossen ist, wird auch die Herstellung der Stammzellen eingestellt. In unserem Krebsbuch gehen wir näher auf dieses Thema ein. Der preisgekrönte amerikanische Filmproduzent Edward Griffin, dessen guter Freund Dr. John Richardson sich strafbar machte, weil er seine Krebspatienten erfolgreich mit Methoden behandelte, in denen Ernährungsansätze entscheidend zum Tragen kamen, ist Gründer der Cancer Cure Foundation und war Mitglied des Vorstands der Directors of the National Health Federation und der International Association of Cancer Victims and Friends. Well, chemotherapy to me is terribly illogical. In meinen Augen ist eine Chemotherapie vollkommen unlogisch. Ich habe im Laufe der Jahre gelernt, dass das Immunsystem einer der besten Abwehrmechanismen gegen Krebs und andere Erkrankungen ist. Die Natur hat das so eingerichtet, damit sich der Körper aller möglichen Krankheitserreger einschließlich Krebs erwehren kann. Und es leuchtet durchaus ein, dass jeder Mensch alles dafür tun würde, um sein Immunsystem immer gut in Schuss zu halten. Eine Chemotherapie dagegen ist ein direkter Angriff auf das Immunsystem. Wer sich einer Chemotherapie unterzieht, ohne vorher an Krebs erkrankt zu sein, optimiert seine Erfolgschancen auf Krebs, da diese giftigen Medikamente das Immunsystem zerstören. Bei einer Bestrahlungstherapie ist es nicht anders, im Gegenteil. Jeder weiß heute, dass man an Krebs erkrankt, wenn man sich einer erhöhten Strahlenbelastung aussetzt. Ist es also logisch, bei einer Krebserkrankung eine Therapie anzuwenden, die Krebs auslöst? Wer so argumentiert, erhält nur die lapidare Standardantwort, wir wollen dem Krebs zuvorkommen und ihn austricksen. Mit der Bestrahlung versuchen wir, die Krebszellen abzutöten. Die Behandlung zielt nur auf die Krebszellen ab. Das gesunde Gewebe drumherum werden wir so gut es geht verschonen. Wir hoffen, dass hierbei nicht allzu viele neue Krebszellen entstehen, denn wir konzentrieren uns in erster Linie auf die aggressivsten Zellen. Das ist ja alles schön und gut, aber die Realität sieht leider ganz anders aus, wie die Statistiken nur allzu deutlich belegen. Die meisten Tumore sind eine Mischung aus Krebszellen und nicht erkrankten Zellen. Eine Geschwulst besteht nie zu 100% nur aus Krebszellen. Das ist eines der größten Probleme bei der Behandlung. Der Anteil an Krebszellen ist bei vielen Tumoren sehr gering. So kann es durchaus vorkommen, dass der Krebszellenanteil eines großen Tumors nur an die 15 bis 20% ausmacht. Das soll aber nicht heißen, dass er deswegen nicht gefährlich ist. Wird so ein Tumor bestrahlt, dann kann man für gewöhnlich beobachten, dass die nicht erkrankten Zellen geschrumpft sind und die Krebszellen auf die Behandlung nur minimal angesprochen haben. Freudig ruft der Arzt dann aus, na, das ist ja ein toller Erfolg. Der Tumor ist schon um die Hälfte zurückgegangen. Kunststück. Die 50%, die sich zurückgebildet haben, bestanden aus nicht erkrankten Zellen. Und was übrig geblieben ist, sind die Krebszellen. Hierüber wird der Patient aber nicht aufgeklärt. Einige Monate später stellt sich dann heraus, dass der Krebs Metastasen gebildet hat. Und das ist zum Teil auf die Behandlung zurückzuführen. Die beiden gängigen Behandlungsmethoden der Schulmedizin, also Chemo- und Bestrahlungstherapie, sind schrecklich unlogisch und richten fürchterlichen Schaden an. In dem Buch Der Kampf um die Gesundheit ist den Themen Gift und Schadstoffe, Fluorid und Wasser je ein Kapitel gewidmet. Problematisch sind auch Shampoos und Make-up, zu deren Herstellung toxische Inhaltsstoffe verwendet werden, die keinen gesetzlichen Bestimmungen unterliegen. Natürlich spielt die chemische Industrie die Angelegenheit herunter. Tatsache bleibt aber, dass toxische Chemikalien keinen gesetzlichen Bestimmungen unterliegen. Der Gesetzgeber überlässt der chemischen Industrie die Handhabung dieser Substanzen. Die chemische Industrie stellt also ihre eigenen Sicherheitsdatenblätter zusammen, in denen die Inhaltsstoffe aufgelistet sind, die dem Verbraucher angeboten werden. In Pflegeprodukten verstecken sich 884 Schadstoffe, von denen an die 134 über krebserregende Eigenschaften verfügen. Wenn wir also längere Zeit tagtäglich mit diesen Stoffen in Berührung kommen, dann kann man sich ausmalen, dass gesundheitliche Schwierigkeiten über kurz oder lang die Folge sind. Wir brauchen also schadstofffreie Produkte. In diesem Zusammenhang möchte ich ein Telefongespräch erwähnen, das ich kürzlich mit einem Pharmahersteller geführt habe. Da hieß es nur zu überdeutlich, nehmen wir einmal an, Sie wären ein Pharmahersteller und Sie sind davon überzeugt, dass Ihr Medikament eine Krankheit heilt. Na, da werden Sie doch in Ihrem eigenen Interesse dafür sorgen, dass diese Krankheit fortbesteht. Der 24-Stunden-Rhythmus des Körpers ist in 3 Phasen eingeteilt. 8 Stunden für die Nahrungsaufnahme, 8 Stunden für die Verdauung und 8 Stunden für die Ausscheidung. Zwischen 12 Uhr mittags und 8 Uhr abends ist der Körper für die Nahrungsaufnahme bereit. Also bitte auf ein deftiges Frühstück ab jetzt verzichten und erst ab Mittag mit den großen Portionen auffahren. Von 20 Uhr bis 4 Uhr morgens befindet sich der Körper im sogenannten Assimilationsprozess und verarbeitet die Nährstoffe. Von 4 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags folgt der Ausscheidungsprozess. Ich nenne das die Müllabfuhr. Damit sich der Körper langsam aber sicher an diesen neuen Essrhythmus gewöhnt, braucht er nur einen erstklassigen Turbolader, Obst. Obst muss grundsätzlich immer auf leeren Magen gegessen werden. All diese Einzelheiten werden ausführlich in dem Buch Der Kampf um die Gesundheit behandelt. Die Sache mit dem Obst am Morgen wirkt Wunder. Sobald das Obst in den Magen gelangt, werden Enzyme und mineralienhaltige Flüssigkeiten freigesetzt, mit deren Unterstützung der Organismus sich der unbrauchbaren Abfallstoffe entledigt. Der Magen muss einmal täglich gründlich entleert werden und es gibt spezielle Tees, die dabei behilflich sind, dass die schleimigen Ablagerungen an der Magenwand aufgelöst und beseitigt werden. Dr. Francisco Contreras ist der Leiter der Oasis of Hope Klinik Mexiko. Während der letzten 38 Jahre haben er und sein Team über 60.000 Krebspatienten erfolgreich behandelt. Der Vater von Dr. Contreras, Dr. Ernesto Contreras, ist einer der Pioniere der Nahrungsergänzungstherapie und genießt aufgrund seiner herausragenden Verdienste in der ganzen Welt großes Ansehen. Dr. Francisco Contreras. Die psychische Verfassung spielt eine entscheidende Rolle, wenn man wieder gesund werden möchte. Und besonders bei einer Krebserkrankung beweist sich die Richtigkeit dieser Aussage. Meinen Beobachtungen zufolge scheuen sich die meisten Menschen davor, das Wort Krebs auch nur in den Mund zu nehmen, weil sie befürchten, dass sich allein schon durch das Aussprechen des Wortes die Krankheit manifestieren könnte. Diese abergläubische Einstellung verwundert wenig, wenn man bedenkt, dass eine Krebserkrankung in vielen Fällen einen tödlichen Ausgang nimmt. Wenn man also eine Krebsdiagnose erhält, dann bedeutet das für die meisten Menschen, dass sie schon so gut wie tot sind. Wenn ein Patient glaubt, dass er keine Chance hat, dann schlägt sich das auf sein Gemüt nieder und seine Einstellung ist nur noch negativ. Diese Situation wird vom Arzt oft noch verschlimmert. Sie haben noch 6 Monate zu leben. Wenn wir Ihnen eine Chemo geben, dann leben Sie vielleicht noch etwas länger. Aber die Nebenwirkungen sind grässlich. Also wo man auch hinhört, von allen Seiten ist man von Negativem umgeben. In unserer Klinik, der Oasis of Hope, geben wir den Patienten vor allen Dingen erst einmal eins, Hoffnung. Daraus lässt sich auch unser Name ableiten. Nur wer Hoffnung schöpft, entwickelt langsam wieder eine positive Einstellung zu den Dingen, die wiederum dem Gesundungsprozess und der Kräftigung des Immunsystems zuträglich ist. Mit einer positiven Einstellung kehrt auch wieder die Kraft zurück, die sie brauchen, um der Krankheit die Stirn zu bieten. Meiner Meinung nach müssen Patient und Arzt vor allen Dingen erst einmal wieder eine positive Einstellung entwickeln, damit die Behandlung erfolgreich verlaufen kann. Eine Krebsdiagnose löst auch deshalb so tiefe emotionale Reaktionen aus, weil Krebs gleichzusetzen ist mit Angst. Der Patient hat Angst, weil ihm auf einmal konkret mitgeteilt wird, wann er mit dem Tod zu rechnen hat. Wer steht schon morgens im Bad, kämmt sich die Haare und sagt zu sich, heute ist es soweit, ich muss sterben. Wir denken doch alle, dass wir steinalt werden und verschwenden keinen Gedanken an den Tod. Sobald jedoch eine Krebserkrankung festgestellt worden ist, haben wir einen mehr oder weniger fixen Termin. In 3, 6 oder 12 Monaten ist die Zeit abgelaufen. Der Countdown läuft. Natürlich weiß jedes Kind, dass wir alle früher oder später sterben müssen. Aber auf einmal gibt es diese unabänderliche Gewissheit, die dem Patienten Angst macht. Vor allem deshalb, weil er nicht weiß, ob und was mit ihm geschieht, nachdem er gestorben ist. Wenn der Patient eine Krebsdiagnose erhalten hat und dessen spirituelle Seite gar nicht oder nur wenig ausgeprägt ist, sind der Angst Tür und Tor geöffnet. Eine gefestigte und positive Einstellung bedarf gleichzeitig einer tiefen spirituellen Entwicklung. Deshalb legen wir in unserer Klinik großen Wert darauf, unseren Patienten auf emotionaler sowie auf spiritueller Ebene beizustehen. Denn wenn wir eine Ahnung davon haben, was mit uns geschieht, nachdem wir gestorben sind, dann erfährt unser Leben eine ganz neue Ausrichtung. Es bekommt einen neuen Sinn. Wer mit einer spirituellen Haltung gewappnet ist, der hat keine Angst mehr vor dem Tod. Ist diese Angst erst einmal besiegt, dann stellt sich auch das emotionale Gleichgewicht wieder ein. Und wenn seelische Ausgeglichenheit und spirituelle Haltung gekoppelt werden, dann führt das zu einer positiven Einstellung. Und ohne die herrscht nur Leere und Sinnlosigkeit. Es gibt so viele Menschen, die alles zu haben scheinen, Gesundheit, Geld und so weiter. Aber das Leben dieser Menschen ist oberflächlich und unerfüllt. Deswegen verlieren sie sich in Alkohol, Drogen und dergleichen. Die richtige Freude am Leben will sich einfach nicht einstellen. In der Oasis of Hope sind wir der Ansicht, dass jeder Patient seine spirituellen Kapazitäten aktivieren und entwickeln kann. Und für unsere Patienten ist dies ein wichtiges Ziel, welches sie anstreben und das ihnen bei ihrem Kampf um die Gesundheit behilflich ist. Grundsätzlich ist zu sagen, dass ausgeglichene und spirituell gestärkte Patienten sehr gute Chancen haben, auf ihre Erkrankung positiv einzuwirken und den Gesundungsprozess dadurch zu unterstützen. Aber der Patient braucht ebenso konkrete Hilfe auf materieller bzw. auf physischer Ebene. Eine Krankheit ist ein Zeichen dafür, dass sich ein Mangel manifestiert hat. Die an unserer Klinik angebotenen Behandlungsmethoden zielen nicht darauf ab, den Tumor zu zerstören. Unsere Absicht ist es, den Patienten auf physischer, emotionaler und spiritueller Ebene zu stärken, damit sein Körper die Krankheit eigenständig auskurieren kann. Hierzu verabreichen wir ihm nahrhafte Kost und behandeln ihn medikamentös. Dabei achten wir darauf, dass die Medikamente möglichst naturbelassen sind, damit sie vom Körper besser aufgenommen und verwertet werden können. In diesem Zusammenhang spielt Vitamin B17 oder Amygdalin bzw. Laetril, das wir bei unseren Patienten schon seit 37 Jahren zur Anwendung bringen, eine wichtige Rolle. Im Laufe dieser Zeit haben wir an die 60.000 Patienten in der Oasis of Hope mit diesem Wirkstoff behandelt. Ich halte Vitamin B17 nicht für das ultimative Heilmittel bei einer Krebserkrankung. Dennoch muss ich sagen, dass es zahlreichen Krebspatienten in vielerlei Hinsicht bei der Reduktion bzw. der Beseitigung des Tumors geholfen hat. Es handelt sich hier um eine schwache Form von natürlicher Chemotherapie, die durchaus dazu imstande ist, Krebszellen zu zerstören. Die Betonung liegt hier ausdrücklich auf dem Wort Krebszellen, denn das B17 schädigt niemals gesundes Gewebe. Somit gibt es auch keine Nebenwirkungen. Wenn Vitamin B17 zusammen mit anderen Wirkstoffen verabreicht wird, dann ist es dazu in der Lage, die Befindlichkeit des Patienten ganz erheblich zu verbessern, wenn nicht sogar vollständig wiederherzustellen. Bei diesen Wirkstoffen handelt es sich um proteolytische Enzyme, die die aus Eiweiß bestehende Schutzhülle der Geschwulst zerstören, sodass das Laetril bzw. das Vitamin B17 sehr viel leichter in das erkrankte Gewebe eindringen kann. Auf einen wichtigen Punkt möchte ich noch eingehen. Wir bemühen uns, das Zellwachstum unter Kontrolle zu bringen. Unser Ziel ist es jedoch nicht, den Krebs gänzlich zu beseitigen. So gesehen kann man ohne weiteres sagen, dass B17 enorm wirkungsvoll ist. Wir haben Patienten behandelt, die noch 3 Monate zu leben hatten, und 20 Jahre später sind sie immer noch unter uns. Fertigt man von diesen Patienten Röntgenaufnahmen an, ist deutlich erkennbar, dass der Tumor nach wie vor da ist. Dem Patienten ist das allerdings egal. Für ihn zählt nur Lebensqualität und dass er ein hohes Alter erreicht. Und genau an diesem Punkt hat sich die Wirksamkeit von Laetril bewährt. Es bewirkt, dass der Tumor zurückgeht und nicht wieder ausartet. So gesehen ist es enorm wirksam. Wir behandeln alle unsere Patienten mit Laetril. Wir sind sehr darum bemüht, auch auf dem Gebiet der Krebsprävention Maßstäbe zu setzen. Ich bin der Ansicht, dass Krebs verhindert werden kann, sofern sich die Leute besser um ihre gesundheitlichen Belange kümmern. Und das ist keine Zukunftsmusik. Ich betrachte es als meine Aufgabe, die für die Erlangung dieses Ziels notwendigen Informationen den Menschen weltweit zugänglich zu machen. Vielleicht machen Sie jetzt gerade eine Krebserkrankung durch. Vielleicht sind Sie auch mit Ihrer aktuellen Behandlung unzufrieden, weil es Ihnen eigentlich immer nur schlecht geht und Ihnen die Haare ausgefallen sind. Vielleicht denken Sie, dass Sie diesen Kampf verlieren werden und eigentlich nur noch aufgeben wollen. Ich möchte Ihnen Mut machen. Geben Sie nicht auf. Sie haben Grund zur Hoffnung, denn es stehen Ihnen nicht nur die schulmedizinischen Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die einem Krebspatienten unter Umständen das Leben retten können. Aber damit nicht genug. Es gibt heute noch so viele andere Möglichkeiten, die Ihnen von vielen Ärzten bedauerlicherweise verschwiegen werden und anhand derer eine Krebserkrankung in den Griff zu bekommen ist.